So, hallo, liebe Geigerfreunde, es geht weiter. Hier ein neues Modell, Ford Mustang GT350 Fastback in der Heritage-Version. Dieses Auto soll an 1965 erinnern, wo der Ken Miles auf einer Rennstrecke den ersten Sieg eingefahren hat mit einem Ford Mustang GT350. Das Fahrzeug gibt es nur in dieser Version in Wimbledon-Weiß mit Guardman's Blue Streifen. Das Fahrzeug hat einen 5,2 Liter Motor, bekannt aus dem normalen 350 GT. 532 PS, 587 Newtonmeter Drehmoment, 6-Gang-Trimec-Getriebe, ist natürlich ein Schaltgetriebe und eine Torsen-Hinterachse. So, also ganz normaler 5,2 Liter, der Sportluftfilter, den kennen wir ja schon aus dem Bullet, das ist der gleiche verbaut worden. Im Fahrzeug hat serienmäßige Domstrebe und hier oben sind die Domlager. Mit den Domlager kann man dann auch den Sturz verstellen. Also das hat der normale Mustang nicht. Der Shelby GT500 hat es nur in der Carbon Performance Ausstattung drin und da ist es schon serienmäßig drin. I got the city bumping, and frankly they did not see that coming. I'm the perfect mix of the Gestapo and El Chapo and Picasso, except my skin is blanco. Now watch me drop the needle into a fetal position, get my rock on. Old friends wanna get they talk on, making excuses for why I made it, cause they hate to see me spot on. I just narrowed down my targets right until I'm locked on. I've never needed to buy a necklace to get some neck while I'm checking my set list. No second guessing, you're not a So, ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns in Kürze, wenn wir das R-Modell auf dem Hof haben. Ist zwar schon verkauft, aber der Kunde erlaubt uns bestimmt, das mal vorzustellen. Viel Spaß, ciao!